Hi Leute und ein herzliches Willkommen zu diesem 3 Into the Future. Ja, ich nehme Parts am Stück auf, also nicht wundern. Was? Gleich kommt? Ach so. Ich dachte, sie meinten mich jetzt. Nein, nein. Nein. Ja, mein echter Name ist Jean. Ich habe so einen Doppelnamen. Ich heiße in echt Sarah Jean. Und ich habe zu allen gesagt, ja, nennt mich bitte Jean. Ist mir lieber, als wenn ihr Sarah nennt. Ich kann diesen Namen nicht mehr hören, ne? Sarah hier, Sarah da, Sarah Kotz. Also, für euch alle, nicht Sarah Jean nehmen. Nicht nur Sarah nennen, nenne mich einfach nur Jean. So, für die Leute, die mich gefragt haben, wie ich in echt heiße. So. Also, mein Name in echt Sarah Jean. So. Aber nennt mich bitte Jean. Ist leichter für euch. Und der liebe gute John McCloud soll mich lieber auch lieber Jean nennen. Er kann ja meinen Namen nicht aussprechen. Charmaine Jean. Sagt er immer Charmin Jean. Finde ich immer so geil. So Leute, sorry, ich habe auch sonst weggeklickt. Ich entdecke jetzt zum ersten Mal eine Höhle, eine Unterwasserhöhle. Sorry, ich habe außersehens auf Stopp gemacht. Doch, kannst du. Das ist doch auf. Oh, Freund ansehen. Wer hat mich jetzt dazu geholt? Ellie. Hi Ellie, herzlich willkommen zu meiner Freundesliste. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir auch Geschenke gebt. Deswegen brauche ich nicht immer alles kaufen. Also ich meine hier, ich ja so Dingsgeschenke mache ich auch. Was? Oh, sie hat eine Meerjungfrau gesehen. Ich bin hier das erste Mal hier drin, ne? Ich finde das voll geil. So. Okay, cool. Ja. Freu dich! Auf jeden Fall. So, ich werde jetzt. Ich wollte das anders machen. Ich wollte Geschenke schicken. Ich meine das. Und zwar. Ich schicke auch immer fast jeden. So. Wem nehme ich? Also, ich nehme jetzt erstmal Nadine. Sie kriegt von mir Luxus. Komm. So. Zum Beispiel, ne? Also ich schicke gerne mal was. Wen wollte ich noch schicken? Ich wollte noch. Ja, hier, die Neuankömmlinge wollte ich noch was schicken. Auch so ein Luxus. Hallo und. Es gibt dann immer ein Willkommensgeschenk. So.
Danke, hab dich lieb. Ja, ich dich auch. Das ist aber sehr nett. Was soll ich? Oh, ein Bettchen. Ja, das ist cool. Und wieder. Dankeschön. So, Augenzwinkern. Weiterschicken. So, für dich. Was? Was ist jetzt hier? Ah, ein Geschenk erhalten. Ja, ich weiß. Geh jetzt auf, muss morgen arbeiten. Gute Nacht, go auf. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht, Nadine. Ja, ich spiele das jetzt am Abend. Also wie gesagt, ich werde bei The Sims 3 Into the Future bis Part 100 machen. Und dann werde ich hier keine Gameplays machen. Ah, du hast, warte nochmal. Du hast einen neuen Ausgang aus der Höhlesystem entdeckt. Möchtest du herausfinden, wohin er führt? Ja. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Hi Luna, ja, hi. So, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ach, guck mal, wo sie jetzt ist. Sie hat hier wirklich herausgefunden. Was ist das? Eine Krake oder was? Was? Huch, ein Höhlenmonster. Ein Fisch beim Tauchen gefangen. Level 5, ja, gut. Oh, wie geil. Oh, gibt es hier auch Flaschenpost? Ist das? Nee, ist kein. Sind doch aber Flaschen. Also, ich habe gehört, gelesen von Nadine und von Martina, dass auch hier unten eine Flaschenpost zu finden gibt. Aber bis jetzt finde ich nichts. Nichts Wirkliches. Naja. Kannst du wieder in die Höhle reingehen? Wo ist denn die Höhle jetzt schon wieder? Hä, wo ist denn die Höhle? Hallo? Komm noch mal erkunden. Wieder zurück. Ist doch cool, ey. Na, auf jeden Fall nach Part 100 will ich dann keine Gameplays mehr machen für The Sims 3 Into the Future oder wie bei The Sims 3 Häuser. Das mache ich auch nur bis Part 100 und dann. Eine Luftglocke gefunden. Shalane Polowski hat in der Höhle eine Luftglocke gefunden. Was ist denn das? Hast du sie eingesammelt? Warum hat sie so viele Schiffe? Hat sie gefunden? Sie hat so voll viele Schiffe. Bekloppt. Naja, und wegen die Sims 4, was bald da sein wird. Und ich will auch noch andere Gameplays machen. Ja, Titanfall, da hat sich keiner gemeldet. Das habe ich euch beim letzten Part schon erzählt, glaube ich. Und ja. Fünf Muscheln finden, ja. Nochmal erkunden. Oh, Muschel hat sie gefunden. Ich hatte zwei. Ey, so viele Schiffe brauche ich nicht. Komm, können wir verkaufen. Hat sie gefunden oder was? Oder hat sie die. Leute, ich krieg voll viel Geld.
Ein Segelboot, den wollte ich behalten. Oh nein, wie viel Geld die jetzt hier hat. Ein Segelboot wollte ich behalten. Oh lol. Ey, kann das sein, dass sie das jetzt alles gefunden hat? Geht das überhaupt? Was? Oh, sie hat was entdeckt. Okay. Schon wieder eine Muschel. Ja, ist doch schön, wenn sie was findet. So. Was ist das denn? Doch. Rubin kann ich verkaufen. Brauche ich nicht. Oh, so viele Boote will ich nicht. Oh, Mann. Kannst wieder erkunden gehen. So, Diamant hat sie gefunden. Oh. Brauche ich aber nicht. Rote Blumen brauche ich auch nicht. Jungbrunnen. So. Das sind. Hier gibt es Sprachen, die ich nicht verstehe. Ah. Ja, diese Luftglocke hast du schon öfters gefunden. Ein Diamant gefunden, schon wieder. So. Der ist noch. Da. Oh, die Sprache, die kann ich nicht entziffern, Mann. Schon wieder. Wie viel hat sie denn schon? Noch keins. Hä? Hier steht doch jedes Mal, dass sie hier was entdeckt. Oder was findet. Wie auch immer. Ah. Ich finde das voll cool, dass sie so viele Sachen entdecken kann. Aber solange wie sie entdeckt, kann ich ja mal was gucken, was hier noch gibt. Wie kann ich so eine blöden. Hier sind Flaschen. Ups. So, mal schauen. Gibt es hier eine Flaschenpost? Ich gucke hier überall nochmal. Hier sind auch Flaschen, aber hier ist nichts. Hier ist auch eine Flasche. Nee, ist keine Flasche. Hä? Ernten. Guck mal, hier kannst du die blöden Pflanzen ernten. Was ist denn das? Ernte mal, Charlene. Ich will das mal sehen, was das ist. Hallo? Seetank! Ah, okay, das ist Seetank. Gut, gibt's hier aber noch was? Nee, das kannst du zum Beispiel öffnen! Ey, Charlene, ich hab was gefunden! Charlene! Du blöde Kuh, komm jetzt! Es gibt ja auch noch, dass man 5 Schatztruhen hier öffnet, ne? Oh, da bin ich mal gespannt. Seetank? Ja, hier. Oh, wie geil. Boah, 1000 Simulus, 3 Silber. Oh, wie geil. Ja.
Genau, teilen. Gibt's hier noch eine Schatztruhe? Oh, wie geil. Ich weiß, dass man, wenn man 5 Stück davon findet, dass man dann wieder ein Abzeichen kriegt. Kann man die auch noch einsammeln? Nee, ne? Das kann man nur betrachten. Ich will wieder eine Schatztruhe haben. Hier ist nichts. Nichts Besonderes. Was ist das denn? Was hier noch? Kann sie hier noch was finden oder was? Was ist das? Was ist das? Fangen, was ist das? Was ist denn das? Das ist aber ein komischer Ball. Was macht dieser Ball denn? Ist das ein Fisch? Shane, komm. Du kannst was fangen. Fang mal. Es könnte aber auch ein Kugelfisch sein, oder? Aber der sieht komisch aus. Da ist er ja schon. Los, fang das mal ein. So, das will ich jetzt sehen. Was ist das? Ein Seeigel. Kartenstück. Wie geil. Ich habe ein Kartenstück gefunden. So. Ah, das ist noch eine Truhe. Komm, du blöde Kuh, öffne das. Ja, vielleicht finde ich noch eine. Aha. Ist er doch schon fast auf Level 6, oder nicht? Das muss ich mir merken hier, da wo sie jetzt ist. Das denn? Atemnot. Komm in der Oberfläche. Hat aber die Fähigkeit gelernt. Wo ist er denn hier? Ah, okay. Kann sie wieder tauchen? Nee, kann sie nicht. Okay. Aha. Das wäre ja nice. Na gut. Da würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Sims 3 Into the Future. Ciao, Leute. Und ich grüße die, die gerade zuschauen. Und viel Spaß noch. Ciao.